als man darf schaffen in Frankfurt ein Museum von dem Volk, welches existiert nicht. Aber man darf ein Museum Material. Ich liebe, haben gearbeitet, ich Professoren, Gelernte, Schreiber, haben gearbeitet. Da hat man gearbeitet, in Straschung, in Bibliothek. Man hat gearbeitet da und man hat aufgeklebt Material herauszuschicken in Deutschland. Eber hat gelegt, acht auf ein Haus, wo wir sein in der Institut, in der Tobel. Он geschrieben, она шемайте. Авдерланд, у меня институт есть. Она шемайте, то есть гивен эйне, а мэнш функовне, вэх из гивен гекумен, вэх от геарбет ин в университете библиотек. Sie hat sehr sehr geholfen ihnen. Sie hat geholfen jüdische Kinder, herausnehmen von Ghetto. Sie hat geholfen, sie hat behalten in der Bibliothek unter dem Deal, hat sie behalten dem Tagebuch von Schur. Es ist da ein Tagebuch, was einer Schur hat geschrieben in Ghetto. Geschrieben hat er dem Tagebuch auf Russisch. Nicht auf Jiddisch, nur davon, weil er hat nicht gewusst, sie in Welt bleiben leben. Er hat gewählt, dass man soll wissen, also in Russisch, weil es mehr Menschen kennen, verstehen. Die Tochter von Schur, meiner Havarte, hat nur, er ist umgekommen, die Sprache ist umgekommen, sie ist gewählt, ausgebehalten bei Polak, und sie hat gekriegt das Buch, sie hat es weggeführt. Wie dem Buch noch dem Manuskript. Sie hat es weggeführt in Israel. Rausgegeben hat man das auf der ersten Zeit nur ein Teil auf Russisch, nachher im Ganzen auf Russisch. Man hat es übersetzt auf Holländisch. Man hat es übersetzt auf Deutsch. Sie da in Hamburg, die da Gruppe, was lernt Jiddisch. Ihr Lehrerin hat es übersetzt auf Deutsch. Der Buch übersetzt ist auf Litwisch. Man hat es einer Sponsor hat gegeben Geld von Amerika. Man hat es übersetzt auf Litwisch. Man hat es am Atone gegeben alle litwische Schulen. Nur lebt er, das ist sie verdorbend. Wird es übersetzt, ich auf Hebräisch. Und Englisch? Nein, auf Englisch nicht. Die Tochter hat es für ihr eigenes Geld als übersetzt. Zum Bedeuern ist die Tochter gestorben. Sie hat gelebt in Petach Tikwe. Und wenn man hat den Tobel gemacht in der Universität, habe ich genommen von der Tochter von Schul gelegt Blumen. Ich habe gesagt, dass sie die Namen von dem, was Schurz, dem Buch, was ihr noch geraten hat. Sie hat gelebt in Frankreich, haben wir hier in Gestapo, mit der Gehalt nachher, hat sie geraten wird in Frankreich, in Paris. Sie ist weggefahren in Israel, aber in Israel hat sie nicht ausgehalten im Klima. Sie ist auch umgekehrt in Paris, dort ist sie gestorben. Und sie ist die zweite Litwinerin, wir hat gekriegt die Aussichtung von Yad Vashem. Das war die Post, die gesagt hat, sie wird sie dort in dem Aufschied. Sie fliegt kommen in Ivo mit Koschikes und nehmen die verschiedenen Material und das ihr behalten. Und dank hier hat man das Sachmaterial gefunden, nachher gewinnt es behalten in Ghetto, in Metallen, in Blechen, als eine Container selbstverständlich in Azeni gefessen brechen und nur damit kommen, hat nicht nur damit mit befreit werden, hat man es gefunden. Ist aber, wenn wir mit dir gehen,